So, Freunde, eine schöne Böllertour, Feuerwerkstour am Abend. Dann haben wir hier die Primal, wie heißt das Ding? Primal Instinct von Geisha. Dann haben wir hier noch ein Megamine, richtig krankes Teil. Die Momina von Tropic. Dann haben wir hier noch die Matrix von Argento. Ein schöner Bengaltopf. Den Bengaltopf schieße ich zusammen mit dem Whiteout Vulkan. Die Gao Elecria. Und hier noch eine schöne Leslie Stellaris. Versteckt sich hier hinten noch. Diamond Mount Everest Vulkan. Eine Goldcracker-Fontäne. Dann haben wir hier noch Funkencracker-Fontäne. Eine Leslie Spider-Rakete, Leitwerk-Rakete. Die Nico Glycerin-Raketen haben wir hier noch. Applaus von Pyromax. Dann haben wir hier noch Double Crackling Balls Pyroland Detonation in verschiedenen Farben. Anfang tun wir jetzt mit dem Bengaltopf und dem Whiteout. Weiter geht's mit Leuchtfeuerwerk und zwar der Mount Everest von Diamond. Jetzt geht's weiter mit der Funkencracker-Fontäne. Die nächste Fontäne ist die Goldcracker-Fontäne von Funke. Und dann könnt ihr mal den Unterschied dazu sehen. Weiter mit den Detonation mit schönen bunten Sternen. Fangen wir an, weiß, blau und dann rosa. So, jetzt die Detonation mit den blauen Sternen. Jetzt die Detonation mit den rosanen Sternen.
geht weiter. Ich würde jetzt sagen, Double Crackling Balls. Jetzt geht's weiter mit einer Leitwerkrakete Leslie Spider. Jetzt für euch im Test eine Feuertopfbatterie, und zwar ist das die Leslie Mormina. So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Raketen. Applausraketen und dann die Pyroland Nico Glycerin. So, jetzt für euch die Pyromax Applausraketen. Und jetzt zweimal noch die Nico Glycerin. So, jetzt habe ich noch einige Batterien für euch. Und zwar einmal die Elegia von Gau, Stellaris von Leslie, Matrix, Megamine und zum Schluss die Primal Instinct von Geisha. Anfangen tun wir jetzt mit Elegia. So, jetzt die Matrix von Argento. Jetzt kommt ein Riesengeschoss, und zwar der Megamine. Jetzt haben wir hier noch die Riesenbatterie zum Schluss, Primal Instinct und die Stellaris von Leslie. Also jetzt Leslie Stellaris. So, und jetzt kommt der letzte Verbund, die Geisha Primal Instinct. Lasst euch überraschen. Ihr seht es nochmal, Primal Instinct.
mit Salutfinale. So, Freunde, auch nochmal hier ein Fazit zu dieser Batterie. Ja, das ist ein richtiges Geschoss. Sieht zwar nicht so aus, aber es ist richtig, richtig krank. Ich sehe ja, die eine ist 20 mm und die anderen drei sind 25 mm. Ein übelstes Ding. Also mir hat das richtig, richtig krank gefallen. Also wir sehen uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos wieder. Und lasst einen Daumen oder ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video.